Ja, hallo. Es ist Ivan nochmal hier da. Heute werde ich Kunden für einen Ausflug dann nach Süden fahren. Die sind jetzt die dritten Kunden, die ich dann nach der Pandemie hier habe. Ja? Und hoffentlich dann kommen mehr Kunden zu uns hier in Lombok. Ja? Besonders muss ich sagen, Lombok ist halt dann sehr schön, also das ist noch sehr ursprünglich, gute Straßen und man kann viel hier unternehmen, schnorcheln oder Bergwanderungen zum Beispiel kann man ja auch auf den Rinjani nicht hochgehen, ja? Oder einfach mal Spazierfahrt oder Spaziergang, meine ich ja, durch die Reiswälder. Das ist sehr schön, ja, dass man auch schon viel von der Ursprünglichkeit der indonesischen Bevölkerung oder von den Sasak-Leute hier ansehen kann. Ja. Also das ist sehr empfehlenswert. Ja. Also ich fahre heute mit den Kunden, mit den Gästen nach Süden. Wir werden eine Schnorchelfahrt machen. Also wir werden den ganzen Tag hier unterwegs sein. Ja. Also wir werden dreitägige Rundreise machen. Also das nennen wir dann Schnorchel-Safari, also es geht ja rund um die Insel und wir werden dann in verschiedenen Ecken der Insel auf den Gilis dort schnorcheln. Ja? Da gibt es Möglichkeit, die schöne Insel oder eine abgelegene Insel im Süden zu besuchen und werden wir dann dort schnorcheln. Da sind drei kleine Inseln, die wir dann oder ich dann oft da unterwegs gewesen bin. Ja? Und das ist wunderschön, sehr abgelegen, ja. Und hoffentlich sind wir auch noch immer noch alleine da. Ich war auch schon vor einem Monat dort und waren wir dann alleine. Genau. Gerade kurz nach der Wiedereröffnung der Insel Lombok nach der Pandemie. Ja. Jetzt ist ja schon ein Monat her und wir werden dann schauen, wie wir das heute erleben werden. Ja. Also nach Süden fahren wir und dann von Süden aus, dann werden wir dann weiter nach Kuta fahren. Also ich werde die Gäste nach Kuta anschließend dann fahren, wo die dann die nächste Übernachtung haben. Ja. Und das bei dem zweiten Tag, dann nämlich morgen, ja, dem nächsten Tag, dann werden wir dann weiter nach Ping Beach fahren. Da gibt es Möglichkeit auch wieder zu schnorcheln, aber was besonders von der Schnorchelfahrt im Osten ist das Schwimmen mit dem Haien. Ja. Schauen wir mal, ob wir dann wirklich mit Haien schwimmen werden. Aber ich bin ja oft da gewesen, da haben wir auch immer welche gesehen, die Babyhaie. Und dann Ping Beach ist einer der bekannten Strände bei uns. Ja. Einer der bekannten Strände, also da sind zwar auch schon viele bekannte Strände bei uns ja, im Süden, wie zum Beispiel Solong Blanak oder Mawun oder Kuta oder Tanjung An. Ja. Und ich würde sagen, das müssen Sie unbedingt sich anschauen, ja, oder dort fahren und dort ein bisschen Strände genießen, ja. Und dann in dem dritten Tag werde ich dann, also morgen abends, ja, werde ich dann die Gäste weiter nach Tete Batu fahren, ja. Tete Batu ist eine schöne Ecke, besonders das Dorf liegt mitten der Reisfelder. Und man kann dort auch schon wieder nochmal die Ursprünglichkeit der Sasak-Leute miterleben. Ja. Und weiter übernachten die da für eine Nacht. Und in dem nächsten Tag werden wir noch weiter die Schnorchel-Safari machen. Den letzten Tag, dann fahren wir dann nach Osten oder sagen wir mal nach Nordosten. Ja. Da gibt es dann Gilikondo. Ja. Also drei Gilis sind da auch, ja. Und dann werden wir dann auch dort schnorcheln und dann anschließend dann werden wir dann von dort aus zu dem nächsten Hotel weiterfahren. Also dreitägige Rundreise ist auch schon so angenehm. Das heißt, man kann auch schon viel von der Insel sehen, ja. Okay, dann werden wir dann sehen. Dann bleiben Sie bei mir in dem Kanal hier. Da werden Sie dann auch schon viel von der Insel auch mitbekommen, ja. Drin, ja, aber ist es okay oder nein? Ja, ja. Ja, also. Oh mein Gott. Ja. So. Gut, ja. So, können wir jetzt schon fahren? Wir können los, ja. Okay, sehr schön.
Sind schon viele Touristen hier? Nein, noch nicht. Ja, ihr seid die dritte gestern jetzt von mir, ja, also nach der Pandemie. Ja? Ja. Ja, also das war hart, ne? Ja, Pandemie, ja. So, hoffentlich wird es besser. Ich glaube auch schon Europa. Auch schon schwierig jetzt hier, also wegen Pandemie auch, ne? Auch dazu noch wegen Krieg, ja? Ja. Hoffentlich wird das nicht schlimmer, ja? Aber jetzt, ihr habt Urlaub, dann ihr müsst einfach mal den Urlaub genießen, ja? Ja, einfach mal die Landschaft genießen und auch ein bisschen etwas von der Insel kann ich auch euch rüberbringen, wie alles dann läuft bei uns, ja, aber es ist schon eine Urlaubinsel, wo viele Touristen zu uns kommen, aber sehr viele sind die noch nicht, ja, aber ich meine, das ist ja so Nachbarninsel von Bali und von Bali kommen auch schon Touristen hierher, ja, also damals gab es Direktflug von Singapur, aber dann jetzt warten wir noch ein bisschen, ja, bis der Flug wieder da ist. Früher auch schon viele Touristen zu uns direkt von Singapur hier rüberflogen. Ja. Diese Ecke ist ja Mangsit, heißt es. Ja. Also gerade wird auch schon ein Hotel hier gebaut. Ja. Und da sind auch schon ein paar andere Hotels ja, direkt am Strand, genau wie die Vakui. Ja. Takamaran heißt es dann. Nur meistens hier im Westen und im Süden. Ja. Im Osten noch nicht so viel, ja. Aber ich glaube, da werden sie noch kommen. Besonders nach dem großen Rennen von MotoGP Anfang des Jahres. Ja. Also kamen vielleicht auch schon hier Investoren her und haben angeschaut, die Insel ist noch leer und die können da irgendwie mal auch Geschäft hier anfangen. Ja. Und so weiter. Ne? Eigentlich wollen auch die Einheimischen mehr Touristen haben, ja? Weil die halt dann die Nachbarninsel gesehen haben, da können die Leute halt dann auch schon besser leben. Ja? Also, das ist immer ein großer Unterschied, wie die Leute dort wohnen. Ja, genau. Ja. Und ja, heute werden wir dann auch schon was sehen. Ja? Schnorcheln zum Beispiel, eine der schönen Aktivitäten bei uns hier, dass man auch schon irgendwie auch ein bisschen faulenzen, entspannen, so dazwischen mal auch schon schnorcheln, ja. Und die Straßen sind schon sehr gut, ja. Es ist leer, noch nicht so viel los, ja. Und dann wir fahren jetzt Richtung Sengigi. Sengigi ist Zentrum, ja. Eigentlich, also von dem Hotel Divaclui braucht man nur 5 Minuten oder 10 Minuten mit dem Taxi zu fahren, ja. Dann ist man dort im Zentrum, ja. Sengigi, wo man auch gut essen kann, da man dort auch ein bisschen Spaziergang machen kann, ein bisschen Shopping, ja. Da endet die Tour ja am dritten Tag, oder? Hier in Sengigi, ja? Ja. Ja, genau. Ja. Also das heißt, wir machen den letzten Tag auch den Ausflug normal so und dann endet sich dann hier. Ja. Ja. Wo ist dann das Hotel das nächste Mal? Auch in Sengigi irgendwo. Ich komme schon. Okay. Ja, können wir später aufmachen. Ach, das geht schnell. Sheraton Sengigi. Oh ja, Sheraton. Das ist ja dieses 5-Sterne-Hotel. Ja. Wir werden vorbeifahren, ich kann euch zeigen. 5 Sterne. So, die Sterne wird so auch bezeichnet, 5 Sterne bei uns, ja, aber ist vielleicht nicht so zu vergleichen mit 5 Sternen dort in Europa. Ne? Ja, also ist eine andere Werte oder Kategorie oder sowas. Ne? Ja, wir haben hauptsächlich geguckt, ob der Strand schön ist. Ah ja, eigentlich, der Strand ist ja schöner bei euch hier in Divaclui, ja? Ja. Sheraton, ja. Ja, ist so ein schönes Wetter, ja. Können wir auch schon sehr schön schnorcheln. Habt ihr Schnorchelzeuge dabei? Ja. Yes. Sehr schön, ja. Ja,
Da stehen Leute hier mitten der Straße, die sammeln Spende an für Moschee. Ja? Also zum Moscheeaufbau werden Spender hier angesammelt, also von Leuten. Ja? Also das heißt, die Leute spenden auch gerne, ja? Für die Moschee. Obwohl vielleicht die eigenen Häuser nicht so ganz schön sind, ja? Aber die Moschee müssen immer schon schön sein. Ja? Ja, das ist die Insel Bali, eigentlich sieht man ja von hier aus sehr. Ist aber ein bisschen trüb und rollt. Ja, und wie heißt das Hotel in Bhutan? Hotel? Ja. Okay. Edelweiß umsetzen. Das werden wir. Ja, ja. Das werden wir finden. Ja, da hier ist Sheraton hier unten, ne? Das ist der Strand von Sheraton. Ihr könnt von unten später, wenn ihr hier wohnt, hier, ja. Dann hier so ein bisschen Spaziergang machen hier hoch, hier, vom Hotel raus und dann links hoch. Und von hier aus kann man auch so ein bisschen Bild machen von dem Strand des Hotels. Ja. Und das ist Zentrum, ja. Und dann seid ihr nicht so weit weg zum Essen. Abend zum Beispiel sind viele Restaurants der Hauptstraße entlang. Ja. Ja, da gibt es dann bei uns die sogenannte Straßenrestaurant oder sowas, ne? Ja, die liegen an der Straße einfach, ne? Aber die sind aber schon international, ne? Ja. Wo hast du denn Deutsch gelernt? Ich habe das studiert, ja. Mhm. Ich wollte am Anfang Deutschlehrer werden. Ja. Das ist der Sheraton nochmal, ne? Das ist der Eingang. Lobby ist dort, ja. Ja, das werden wir dann hin. Fahren. Wo hast zum du Schuss. Studiert? Ich habe ja in Yogyakarta studiert. Da gibt es dann eine Uni, wo man Deutsch lernen kann, ja, oder studieren kann. Da hatte ich früher so Deutschlehrer auch, ja. Also ein Deutscher, der als Lehrer von dem Goethe-Institut, ja. Wow. Und besonders aber die Arbeit hier mach ich schon seit langem jetzt, ja. Ich habe ja 1991 angefangen mit der Arbeit, ja. Ja, genau, ja. Früher, am Anfang, ja, gab es schon viele Deutschen, die bei uns unterwegs waren, aber die waren meistens schon irgendwie mal die Senioren, also die dann mit großen Gruppen unterwegs waren, ja. Und dann habe ich da angefangen und habe ich meistens die Führung für große Gruppe gemacht, ja, für die Senioren, ja. Und war schon lange Strecke, also von West Java zum Beispiel bis nach Osten, bis Bali hier. Ja? Also das wäre ungefähr 1000 Kilometer, ja. 1000 Kilometer vom Westen nach Osten, ja. Und das ist jetzt Zentrum, ja. Da sind schon ein paar Hotels aufgeschlossen, also noch geschlossen, Geschäfte, ja. Da könnt ihr abends Spaziergang machen hier, aber sitzt auch schon wie zu aus, ja, aber weiß es nicht, ja, vielleicht abends sind die auch schon auf oder nachmittags, ja, da ist auch schon Kaffee, ja, die Kaffee dort, ja, da kann man gut auch schon, ja, auch essen gehen, ja, die Geschäfte sind noch zu, ja. Du hast gefragt wegen Affen, nicht, ja? Ja.
Bei Affen bin ich ein bisschen vorsichtig, ja, weil die oft auch schon ein bisschen aggressiv sind. Ja? Okay. Ja, die können beißen und so. Also ich habe selber nicht erfahren, dass die dann irgendwie mal mich gebissen hätten. Ja? Aber ich habe auch schon manchmal gehört, dass die dann auch Leute beißen. Aber wir können irgendwo mal welche sehen. Es gibt eigentlich auch schon auf dem Weg hin, aber ein richtiger Affenwald. Aber da sind ja dann schon ein bisschen wild hier dort, ja? Ja. Da werden wir dann, ich meine, da ist ein Tempel, wo auch Affen gibt, ja? Also genauso wie auf Bali, ne? Ja. Das kommen, dass dorthin auch viele Touristen kommen und die füttern die. Und so werden die dann oft beigebracht, sage ich mal, mit Menschen umzugehen, ja? Aber oft dann dadurch werden die dann auch aggressiv, wenn die überhaupt nichts bekommen von den Menschen. Dann, die sind ja böse, zeigen die Zähne, klettern hoch und ja, also klettern auf den Körper. Weil die essen wollen, das heißt, ja, genau, wenn die überhaupt kein Futter bekommen, ja, von den, ja, Leuten. Ja, ne? Die klauen auch schon. Ne? Na, wenn ihr auf Bali seid, dann da werdet ihr auch bestimmt dort welche sehen, ja, also welche besuchen, weil erst dann immer das angeboten wird, ja, aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, ja, ja, und ja, die sind zwar auch schon, wie sagt man, die süße Animals, süße Tiere, und ja, das ist schon schön, mal das zu beobachten, ja. Ja. Ja, gestern sind wir ein bisschen spaziert, da haben wir schon 3-4 Stück gesehen. Ah ja? Ganz oben auf dem Baum, ja. Oh, gut. Ja, die sind überall eigentlich bei uns, ja. Ja, das ist schön. Das gibt es leider bei uns nicht. Ja, die sind, das wäre vielleicht zu kalt bei euch, ne? Wahrscheinlich, ja. Da muss man irgendwie mal einen dann mitnehmen und dort dann... Stimmt. Vermehren lassen, ja. Ist, eigentlich, wenn man hier auf Lombok ist, dann sieht man auch schon die Nuance, ja? Also die, wie sagt man, da hat man auch schon irgendwie mal das Gefühl wie auf Bali, weil es dann auch Stempel auch hier gibt, ja? Da kann man auch Stempel hier besichtigen, weil Balinesen und die Hinduisten bei uns auch hier leben, ja? Das heißt, wir können auch schon sehr gut nebeneinander zusammenleben, ja? Da gibt es dann auch schon bei uns hier im Westteil der Insel, also jetzt hier, also mehr dann in der Stadt drin, auch schon ein Dorf, wo dann nur die Hinduisten wohnen. Die Häuser sehen sie genauso wie auf Bali aus, ja? Und die Menschen leben genauso wie die dort auf Bali, mit Opfergaben zum Beispiel. Da gibt es zu bestimmter Zeit auch Zeremonien, ja? Da gibt es immer viele Feiertage, ja? Ja. Feiertage bei dem Hinduismus, ja? Dass es auch schon immer gefeiert wird, wie zum Beispiel Vollmond, zunehmender Mond, ja, abnehmender Mond, sowas, ne? Oder wie sagt man besser? Zunehmender? Ja. Und es wird immer gefeiert, ja. Und zu den Chotya-Feiern zum Beispiel, ist es dann noch schon mehr los, ja. Weil es dann auch schon, weil die Leichen zum Beispiel oder die Toten auch verbrannt werden oder begraben werden, ja, und dann, das kostet sehr viel oder sehr teuer, ja, dass man auch schon sogar oft das ganze Leben sparen muss, ja, aber es gibt auch schon eine Lösung für die Familie zum Beispiel, die halt kein genug Geld haben, dann müssen die dann auch schon, werden die dann auch von Nachbarn oder von Familien unterstützt, ja. Dann müssen sie, wenn das kein genug Geld gibt, ja, dann müssen die dann halt auch warten. Dafür müssen die Leichen dann erstmal für jahrelang erstmal begraben. Ja, und dann die Leichen nochmal begraben. Und dann nach vielen Jahren, wenn die Familie genug Geld haben, dann werden die Leichen gesammelt, ja, auch wieder ausgegraben und die Knochen zum Beispiel gesammelt und dann verbrannt. Ja. Ja, also so läuft alles bei uns. Manchmal ist es auch nach unserer Ansicht ist schon ein komplizierter
Maßnahmen, ja, also für eine Zeremonie, als Totenzeremonie. Aber die Leute müssen das machen. Ja.